So, da bin ich wieder. Der Postbote hat mich gestört. Auch das passiert. Da denkt man, man hat an alles gedacht und dann kommt dann der scheiß Postbote vorbei. Auch der macht einen sinnvollen Job und wenn es für mich gewesen wäre, wäre es ja auch schön gewesen. Aber Pakete für die Nachbarn annehmen ist irgendwie unspannend. Zumal, wenn man selber noch auf was wartet. So. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Ein Chaos auch aufgesammelt. Sehr gut. Ich glaube, ich hatte im vorherigen Teil auch schon mal einen erwischt. Habe ich gar nichts dazu gesagt. Chaos Orbs sind dafür gut, um damit seltene Gegenstände neu zu erschaffen. Also der Gegenstand verliert alles, was er hatte und kriegt dafür komplett neue Mods verpasst. Sehr guter Edelstein, sehr guter Orb, wird gerne genommen. Und vor allen Dingen eine wahnsinnig gute Tauschwährung. Also ist tatsächlich im Moment mit das Wertvollste, was wir besitzen. Und gerade für den ein oder anderen Edelstein, den ich noch so vorhab, mir zu ertauschen, sind diese Chaos Orbs eigentlich immer eine ganz gute Tauschwährung. Deswegen freuen wir uns da immer drüber, wenn wir die finden. Uns irgendwie hier den Weg suchen zum Gegner. Zu dem angekündigten dicken Brocken. Giftladung abbekommen, diese grünen Kugeln da um mich rum. Also weg. I believe in traveling light. Das sieht gefährlich aus. I believe in traveling light. Das ist für uns eigentlich auch uninteressant. Das ist ein Schild und wir haben ja nicht vor, mit dem Schild zu kämpfen. Aber ich guck mal, ob ich das trotzdem noch irgendwie aufgesammelt bekomme jetzt gleich. Umgebung soweit fertig klären. Was haben wir denn hier? Mit. Und hier haben wir noch ein Amulett. Ist eines der neuen Amulette, die mit Onslaught eingeführt haben. Früher gab es ein Amulett, das Onyx-Amulett, das ich glaube bis zu plus 20 auf alle Attribute gegeben hat. Das ist in Onslaught nicht verfügbar, dieses Amulett. Dafür gibt es halt dann für jegliche Kombination dasselbe mit zwei Attributen. Also Stärke, Intelligenz, Intelligenz, Geschicklichkeit, Geschicklichkeit, Stärke und Stärke. Intelligenz hatte ich schon. Waren das alle? Ich weiß es nicht. Ihr könnt euch denken, was ich meine. Und deswegen habe ich das auf jeden Fall mal mitgenommen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das für mich auch ganz gut sein könnte. Nehmen wir auch mal mit. Ja, das sieht gut aus. Ja. Hier wollten wir hin. Also ist Piety mal wieder You made gewesen. it around the barrier at Prisoner's Gate. Such talent. Make your way to Sarn Exile. That thing! It slaughtered everyone! Help me! Ja. Dann gucken wir mal, ob es uns auch schlachtet.
Da kommt das Ding schon. Das kann wirklich böse ausfallen mit dem Blitzschaden. Boah, das ging einfach. Ja, mittlerweile habe ich fast ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich euch immer vorher groß ankündige, wie schwierig das jetzt wird und wie gefährlich der Gegner ist. Und dann sieht es dann am Ende doch eher leicht aus. Das ist aber auch wieder, liegt wieder vor allen Dingen daran, dass ich halt extrem hoch gelevelt habe bis jetzt. Und auch wirklich einen bisher sehr gut spielbaren Charakter mir da zusammengebaut habe. Also der ist schon, erfüllt seine Anforderungen bisher sehr, sehr gut. Dann gucken wir mal, was es jetzt hier questmäßig wieder gibt. To damnation with piety. She was after one of Melagaro's creations, the Baleful Gem. You have it? Good. It's something that wicked woman must never get her hands on. You've seen the encampment on top of the dam. Bring the Baleful Gem and meet me there. My days with the Ebony Legion are done. Mir fällt ein, ich habe auch, glaube ich, noch vergessen, beim letzten Mal einen Teil der Quest, also das Ende der Quest von dem White Beast euch zu präsentieren. Das heißt, ich muss die Jena auch nochmal ansprechen. Sowieso. The White Beast's spirit is at rest. No more pain. Take this in thanks from me and from the suffering animal that you have helped. Kann ich gar nicht nehmen. The spirit is strong in Fellshrine. You touch the stones, you will feel it. They spoke to me, those stones. Told me to take their altar and to find the hand of a good man. He lived in that church, as you call it. The altar is his, and it will wake when he touches it once more. You could find the good man. Bring me his hand. When the spirit of the altar awakes, I will share it with you. I promise. Okay, hier gibt's noch was. Here I stand in the light of day, an impossible dream for a woman caged in horror. Thank you again for saving my sorry hide. Sorry in so many ways that I simply can't begin. Actually, that's not true. I can begin by offering you more than mere thanks. I can offer you my allegiance and my mind, the sharpest weapon that I possess. My knowledge is your knowledge, Savior. Piety led us into that den of disturbance to recover the spike. The Thaumaturgus Melagaro used the spike to inject the essence of the virtue gems into living subjects. You've seen the results up close. Fidelitis. There was every sign that the device should have been there, but it's gone. Please, find it before Piety does. Who knows what blasphemies she will beget with a tool like Melagaro's spike. Meligaro's Spike wird also unser nächster Gegenstand sein, den wir suchen müssen. Da werden wir jetzt mal was zu erfahren. I went into the Eightleg Forest, in the southwest, met the mother of the Eightlegs. We fought. I stuck my spear in her eye. It is still there. Irimir said to leave it there, that my spear is a thing made for dark science, whatever that be. But no, I want it back. Mother Eightlegs would smell me from far off. She doesn't know your smell. Could you go and get my spear from her? Ist hier noch was zu hören? The Oriathan girl. She is alive. She wants to stay with us, not to go back to her people. I say we take her traitor's heart to their chief. Ask that the warriors in black leave us be. I sleep less, but no more, thanks to you. Helena gave me one of her shiny stones in peace. I give it to you. Was gibt's hier Schönes? Frenzy ist auch eine sehr schöne Fähigkeit. Ja, auch für uns durchaus ein gangbarer Weg, aber... Oh, da ist er. Ich wollte mir auf jeden Fall den Enduring Cry holen. So, da haben wir.
Da hatte ich schon angekündigt in meiner Charakterbeschreibung, den werde ich auch sofort ausrüsten, dass das eine Fähigkeit ist, auf der ich meine Defensive mit aufbauen möchte. Und zwar kriege ich ja da Endurance Charges für. Das sind so gelbe Kugeln, die dann um mich rum sich drehen werden und die sorgen dafür, dass ich mehr Resistenzen habe, weniger Schaden nehme. Und ich glaube noch irgendwas in der Richtung. Und die sind schon ganz cool. Ja, gut, dann entschuldige ich mich erstmal nochmal für die Störung in der Mitte des Videos. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich habe keinen Einfluss darauf, dass die Boss vorbeikommt. Und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin!